Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 67-jähriger Autofahrer im Hinterland. Der Mann war mit seinem Golf von Damshausen Richtung Friedensdorf unterwegs. Laut Polizei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam am Fuße einer Böschung im Wald auf dem Dach zum Liegen. Wie durch ein Wunder wurde der 67-Jährige offenbar nur leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Friedensdorf war am Unfallort im Einsatz. Am Auto entstand Totalschaden.